Heute gibt es wieder einen Klassiker. Brutale Gewalttat schockiert Niedersachsen. 18-Jähriger stößt Mann Bahnhofstreppe hinunter, tot. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Was an der Überschrift mal wieder nicht erkennbar wird, ist der Klassiker. Ein 18-jähriger marokkanischer Flüchtling, der hier nur geduldet wurde, bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, hat 4 Stunden nach Entlassung aus der Haftzelle einen 55-jährigen deutschen Familienvater die Treppe hinuntergetreten, der an einem Schädelhirntrauma vor Ort verstorben ist. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Und nein, ich mache keine Witze hier, ich mache keinen Spaß. Das ist natürlich wieder hier einmal so passiert, wo man sich einfach nur fragen muss, was macht ihr beruflich, liebe Polizei, liebe Justiz? Ich frage mich das ernsthaft, ob ihr einfach auf Arbeit geht und Kaffee trinkt, jetzt nicht unbedingt bei der Polizei, die fährt wirklich draußen rum, Respekt an jeden Polizisten in Uniform, aber die Justiz. Sie nehmen hier jemanden in Präventivhaft, weil er vorher schon aufgefallen ist, ja? Und wie lange dauert die Präventivhaft in Deutschland? Was denkt ihr? Wie lange kann man jemanden präventiv ins Gefängnis stecken in Niedersachsen? 7 Stunden. Und dann hat man ihn wieder rausgelassen. Und da frage ich mich ernsthaft, was macht ihr beruflich? Es ist euer Job, so Leute präventiv länger wegzusperren, als eine kürzere Zeit, die der Polizeiarrest dauert. Die Polizei darf einen den ganzen Tag festhalten. Und dann gibt es hier eine Anordnung vom Richter und 7 Stunden später lassen die den wieder laufen. Boah, Leute, nee, das könnt ihr nicht machen. Könnt ihr nicht machen. Und jetzt habt ihr nämlich das Ergebnis davon, es gibt einen Toten, weil ihr jemanden aus Präventivhaft zu früh entlassen habt. Und das Schlimme ist, dieser junge 18-jährige Nordafrikaner kam schon 2021 als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Deutschland, hat allerdings nur den Duldungsstatus. Wir könnten ihn per Verwaltungsakt sofort ausreisepflichtig erklären, genauso schnell, wie sie gestern Kompakt verboten haben. Das ist derselbe Vorgang, einfach ein Verwaltungsakt im Bundesinnenministerium und Feierabend. Und dann könnten wir den abschieben. Aber nein, da sind die Grünen, die ja sagen, die Maghreb-Staaten sind keine sicheren Herkunftsstaaten, wir können dahin nicht abschieben. Natürlich ist der junge Mann hier auffällig geworden bereits durch Diebstahl, Körperverletzung und Drogendelikte. Es laufen bereits Strafverfahren. Der junge Mann hatte am Busbahnhof einen 31-Jährigen zunächst mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Daraufhin wurde er dann in Polizeigewahrsam genommen. Man hat ihm eine Blutprobe entnommen, weil man schon den Verdacht hatte, er würde unter Drogeneinfluss stehen. Allerdings nach rund 7 Stunden haben sie ihn laufen lassen. Da frage ich mich, wieso? Wieso haltet ihr ihn nicht das ganze Wochenende fest? Für was 7 Stunden sich die Arbeit machen? Da braucht ihr ihn gar nicht mitnehmen. Da könnt ihr ihn gleich wieder draufsetzen. Für 7 Stunden einen Verwaltungsvorgang anlegen, Papier schreiben, Berichte schreiben, Zelle putzen danach. Leute, 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 also ich frage mich ernsthaft, was das soll. Das ist, ihr schikaniert euch selbst in euer, also die Justiz schikaniert hier die Polizisten, ja. Die Polizisten würden den wahrscheinlich im Loch liegen lassen und den Schlüssel wegwerfen. Aber, boah, er ist dann freigekommen Samstag und 4 Stunden später hat er am Bahnhof Hunderwasser in Uelzen einen 55-jährigen Deutschen die Treppe hinuntergetreten. Er hat unten ein Schädelhirntrauma erlitten und ist trotz Reanimationsversuchen unten an der Treppe blutend gestorben. Ja? Dafür, dass man 4 Stunden vorher hier einen nur geduldeten, das heißt, wenn jemand geduldet wird, hat er keinen legalen Aufenthaltstitel. Das ist das, was die Leute immer nicht in ihren Kopf reinkriegen. Die sagen, oh ja, die armen geduldeten Menschen, sage ich, geduldete Menschen sind illegal im Land. Kapiert das endlich mal. Eine Duldung basiert nur auf dem Status, dass es im Moment fast unmöglich ist, die Leute zurückzuschicken. Eine Duldung basiert eben nicht darauf, dass man sie hier duldet, bis sie irgendwann einen Aufenthaltsstatus kriegen können. Und das ist immer dieser Irrglaube. Geduldete Personen in diesem Land sind illegal aufenthältige Personen. Und wenn ihr das nicht glauben wollt, dann lest einfach mal die Gesetze durch. So schwer sind die gar nicht geschrieben. Es gibt so viele Anwälte, die das auch schon gelesen haben, aber geduldete Personen werden nur geduldet, weil es Abschiebe- und Ausreisehindernisse gibt. Ob die legal sind, ist mal was anderes, aber wir müssen das nicht dulden, diese geduldeten Personen. Aber das will die Politik uns immer erzählen und sie versuchen dann Bleibeperspektiven zu schaffen für die, die kein Asyl bekommen. Und da muss man mal sagen, Leute, die Leute, die kein Asyl bekommen und hier dann eine Perspektive bekommen sollen, sollen einfach dann als Wirtschaftsmigrant aufgenommen werden. Und das ist am Ende
nichts anderes als die Legalisation von Schleusung von Menschen. Aber das wollen sie jetzt auch übermorgen machen, wenn die Grenzkontrollen wieder aufhören. Es ist völlig egal, dass wir über 200 Schleuser auf frischer Tat ertappt haben an der Grenze. Frau Faeser macht hoch die Tür, macht weit das Tor. Und so geht es hier immer weiter. Ich frage mich, wie viele Tote braucht dieses Land noch, bis dieses Land gemerkt hat, dass es fertig hat mit dieser Regierung und vor allem fertig hat mit dieser Migrationspolitik. Wenn die Politik weiter schläft, dann kommt es in naher Zukunft zu Selbstjustiz und ihr werdet dieses Land nie wiedererkennen. Ihr werdet es nicht wiedererkennen. Wenn die Deutschen anfangen, marodierend mit Macheten und Molotow-Cocktails gegen Flüchtlinge und Flüchtlingsunterkünfte und Wohnheime vorzugehen, weil die Politik so lange geschlafen hat, dann sind es wieder die Rechten in diesem Land gewesen. Nein, es ist am Ende immer der Staat. Der Staat, der seine Aufgabe nicht wahrnimmt, der Staat, der links und rechts versucht, gegeneinander auszuspielen, um nur an der Macht zu bleiben. Dabei sollte er mal die richtigen Probleme in diesem Land bekämpfen. Aber Muslim Interaktiv ist immer noch nicht verboten. Schade, Generation Islam ist auch immer noch nicht verboten. Soll ich weitermachen? Die grauen Wölfe sind auch nicht verboten, aber das Empörungspotenzial, es ist riesengroß. Das gehört sich nicht und hier und da. Bei anderen Dingen kann man sehr schnell ein Verbot machen. Frau Faeser hat wohl hier mein Video gesehen, ein DIN-A4-Blatt für ein Vereinsverbot. Ihr habt gesehen, wie wenig auf dieser Verfügung draufsteht. Ist echt kurz, das Ding. Also es war mehr Seitenanlage für die Logos von Kompakt als für das Richtige. Ja, wie ich gesagt habe, lieber mal einmal zu viel verbieten und am Ende vor Gericht die Klatsche kassieren. Jetzt sind wir in der komfortablen Situation. Wenn das Verbot gegen Kompakt nicht hält, muss Frau Faeser ihren Hut nehmen. Wir werden sehen, ob Frau Faeser sich damit ins Ausgeschossen hat, aber in Uelzen werden Leute, die andere attackieren, einfach nach 7 Stunden aus Präventivhaft entlassen, treten jemanden die Treppe hinunter, sitzen jetzt natürlich in Untersuchungshaft, Haftbefehl wurde erlassen wegen Totschlags, Blutuntersuchung soll erklären, ob er zum Tatzeitpunkt unter Drogeneinfluss stand oder nicht. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Der kriegt nur Jugendstrafrecht, der ist 18. Totschlag, was steht da drauf? 10 Jahre nach Jugendstrafrecht, soweit ich weiß. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, kann schon sein. Das heißt, was kriegt er da? Er kriegt die Hälfte höchstens, er war maximal 5 Jahre. So, er ist schon auffällig gewesen. Ja, okay, die schicken den vielleicht 24 Monate in den Bau. Oder 3 Jahre, mehr nicht. Ja. Und wenn sie ihn dann abschieben wollen, ist ja Nafre, Nordafrikaner. Also suche ich mir ja nicht raus, steht ja hier im Artikel, Leute. Also das sind Einschätzungen, die kommen nicht von mir. Dann kann man ihn vollziehbar ausreisepflichtig erklären und nach 2/3 der Haftstrafe könnte man ihn abschieben, aber... Jetzt tritt ein Marokkaner einen Deutschen die Treppe hinunter, der Deutsche stirbt. Jetzt geht er wahrscheinlich dann 2 oder 3 Jahre ins Gefängnis, wird abgeschoben und kann sofort wieder einreisen. Schwierige Sache, schwierige Sache. Marokko ist viel näher als Afghanistan. Aber ich bin gespannt, was Sie uns hier wieder erzählen wollen, ob denn hier auch die Gesellschaft wieder schuld gewesen ist an mangelnder Integration, dass der arme Junge in einer Flüchtlingsunterkunft gelebt hat. Und nee. Ich frage mich, wie lange noch? Ich denke, noch ziemlich lange. Ich denke wirklich noch ziemlich lange. Es müssen noch Hunderte, wenn nicht gar Tausende Menschen in diesem Lande sterben, Opfer werden dieser Zuwanderung. Ich meine das leider ernst. Also ich erwarte wirklich noch Hunderte, wenn nicht gar Tausende Opfer, auch tote Opfer, richtig tote, abgestochene Leute, ja? Und selbst dann wird die Politik nicht viel machen. Ich würde sogar behaupten, selbst wenn Frau Baerbock eines ihrer eigenen Kinder verlieren würde durch so einen Umstand, würde sie in ihrer politischen Meinung nichts ändern. Sie würde das dulden, ertragen und akzeptieren, alleine um den Rechten kein Futter zu geben. Bin ich überzeugt davon, diese Leute sind in ihrer Ideologie gefangen und sind wahnsinnig. Deren Köpfe sind rund, nicht damit sie die Meinung beim Denken mal ändern können. Nein, diese Köpfe sind einfach, also, nee. Rund und weiß und hell wie ein Weißkohl, ja, aber gutes deutsches Sauerkraut sollte man nicht verunglimpfen mit grünen Politikern, haben sie nicht verdient. Nehmen wir Grünkohl, ich mag keinen Grünkohl, okay, falsches Thema. Abonniere den Kanal oder deabonniere mich, das kannst du auch tun, du bist frei in deiner Entscheidung, ich koste keine Zwangsgebühren. Auch mein Telegram-Kanal oder mein X-Account kosten keine Gebühren für dich. Wenn du lieber GEZ-Medien schaust, du weißt, wo du sie findest, wie gesagt, schalte mich ab oder bleibe dran. Bis zum nächsten Mal. Damit ciao, bis bald.